Hey an alle, alles draußen und willkommen beim Trophäen- und Erfolgstutorial von Die Rise. Und in diesem Video gehe ich auf die Trophäe Ausgetrickst oder im Englischen Shafted ein. Und ja, ich denke mal, so viele wissen nicht wirklich, wie sie an die Trophäe rangehen sollen. Aber erstmal von der Theorie her, ihr müsst eigentlich nur jede Maschine in den Aufzügen benutzen. Einmal mindestens. Das sind 6 Perks und einmal Pack a Punch. Und ja, ich würde empfehlen, das mit Who's Who oder Quick Revive zu machen. Also man kann das durchaus auch im Solo-Modus machen, das ist vollkommen euch überlassen. Ich mache es so, ihr habt ja schon gesehen, ich habe Chuck gekauft, dann kurz meine PDB, Pack a Punch, dann noch Double Tap geholt, hier hole ich mir jetzt schnell Mule Kick und werde fast hier ja, bis zum Tod angehittet. Und ja, dann als Viertes hole ich mir Who's Who, dann mache ich mich selber down, ich spawn bei Speed Cola, hole mir Speed Cola mit meinem Doppelgänger. Und hole mir auch noch Quick Revive mit meinem Doppelgänger. Theoretisch habe ich ja alle Perks und einmal Pack a Punch gemacht. Zwar nicht mit meinem richtigen Ich, auch mit meinem Doppelgänger, aber das ist sowas von egal. Also, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich euch auch ja, Quick Revive holen, wenn ihr jetzt Solo spielt und 3 andere Perks. Macht euch down, dann werdet ihr Revive, dann holt euch die 2 Perks, die ihr halt nicht hattet. Der Vorteil mit Who's Who ist halt, Speed Cola und Quick Revive wollte ich nicht wirklich haben, also habe ich mir schon mal die 4500 Punkte insgesamt gespart, denn ich revive mich am Ende und die Punkte gingen ja vom Doppelgänger-Konto in Anführungszeichen Strichen ab und nicht von meinem richtigen Ich-Konto. Ja, also wie gesagt, macht es wie ihr es wollt, ist nur ein ja, Tipp von mir, wie ihr es machen könnt. Und 35 Gamer Scores gibt es für diesen Erfolg, dürfte eine Silbertrophäe für die PS3-Leute sein. Ich hoffe, konnte ich Ihnen ein bisschen helfen und man sieht sich im nächsten Video.